Tja, Tag 986, so schnell kann's gehen, Freunde. Willkommen zurück. Was ist denn alle hier? Gibt's hier was umsonst? Deute ich das richtig, dass wir aktuell vorhaben, unsere Leute auszubilden? Deute ich weiter richtig, dass das bedeutet, dass wir aktuell keinen Krieg haben? Ja, deute ich richtig, das ist schön. Nanu, drei Fraktionen sind schon weg. Wie ist das denn passiert? Aber die sind zu feige anzugreifen, weil es zu wenige sind. Die trauen sich nicht gegen den richtig derbsten Überlord. Nein, in die Richtung bitte. Ich fass es nicht, ich krieg's nicht hin. Oh, hier ein fetter 41er, den will ich aber gleich mitnehmen, das sage ich euch. Erstmal nochmal die Leute ein bisschen aufrüsten. Tremus. Ja, ich würde dich gerne noch ein bisschen weiterziehen lassen. Einfach damit andere noch mit reinrennen, dass wir eine möglichst große Truppe zusammenbekommen. Was gut funktioniert hat, wie ihr merkt. Naja, was soll's, vorwärts. Alle an der Front. Alle an der Front. Schwupp. Die Wupp. Von wo? Aha. Okay, ich kann nichts mehr treffen. Überall. Daneben. Immer noch daneben. Ich treffe heute nichts mehr. Ist auch nicht nötig. Meine Leute machen das schon. Ich muss erstmal mein Zielwasser irgendwo her organisieren. Das habe ich aktuell irgendwie anscheinend nicht so an der Hüfte baumeln. Sonst habe ich immer einen Schlauch voll dabei, aber heute. Heute wollen sie nicht. Zong. Was macht ihr hier Schönes? Ihr ballert von hier aus so ein bisschen drauf, ne? Ist aber auch schon gar nicht mehr nötig. Wir haben schon zack und so, ne? Lass mich mal gucken, was haben wir denn hier? Naja, ich brauche das ja alles nicht. Ich bin ja... Ich habe genug Kohle. Sind wir mal ehrlich. Zack. So, wie viele 1000 Milliarden Ritter kriegen wir dieses Mal? Wie nur 9? Ich dachte, da geht mehr. Gucken wir mal bei den Tundreiselben. Vielleicht haben die ja noch ein bisschen was. Wo sie sich denken, ach, der Bader, wenn der kütt, da greifen wir halt mal an. So, niedriges Sultanat, oh. Jetzt geht's nämlich auch langsam los, dass die ganzen Friedenssachen hier so ein bisschen auslaufen. Wisst ihr was? Wir reiten einfach mal schnell in unsere Hauptstadt, liefern ab und dann reiten wir mit dem, was wir haben, zurück. Da sind wir dann wieder ein bisschen weniger Leute, da haben sie mehr Lust zu attackieren. Was sie von mir aus gerne tun können, ich mach die eh platt. Garnison. Aha. Aha. Ha. Geben. Und geben. Und schon sind wir nur noch knappe 70 Leute. Oh, Banditen, sehr gut. Und bei Hechtur hat er eine Level Up. Da wollen wir doch mit dem gleich mal die Fähigkeiten besprechen. Was willst du, was kriegst du? Du kriegst hier noch ein bisschen Schlagkraft. Einhandtrip, da bist du fertig. Ach komm. So, Waldbanditengesoxe, habe ich gehört. Ihr wollt unbedingt eine vor die Flachzange? Flachzangenbrut? Ich finde keine. Wer Bundok Level ab? Was habt ihr jetzt alle Level? Ups, Mensch. Der Tremus könnte mal wieder. Bei dem gibt es immer noch ein, zwei Sachen, die ich gern geklärt hätte. Zum Beispiel endlich mal die Sache mit dem Pferd. Der ist der einzige meiner Lakaien, der noch kein Pony hat. Also zumindest nicht das Pony, was er haben soll. Kein gepanzerten Gaul. Eisenlasagne quasi.
Oder Stahlauflauf, wer weiß. So, Banditen beseitigt. Das ist schön, das kannst du behalten. Gib mir mal lieber Rekrutskis. Da habe ich am Ende des Tages mehr von. Dann reiten wir nach Dazamesh. Da gibt es auch nochmal zwei Rekruten. Gut. Und jetzt aber nichts wie los. Na, na, na. Ständig diese Kohle. Ich weiß bald nicht mehr, wofür ich die noch benutzen soll. So, soweit so gut. Wie sieht's aus? Swadische Milizen, noch ein paar Ritter und Scharfschützen. Und dann warten wir hier einfach, weil jetzt sind wir so wenige, da werden sie doch garantiert angreifen. Ich meine, komm, wir haben einen Haufen Elite-Leute abgegeben, da müsst ihr doch mal zeigen, was ihr wert seid. Stand. Na also, geht doch. Los geht die Post. 72 gegen 135. Das ist doch mal was nach meinem Geschmack. Jeremus, du weißt Bescheid. Ich will, dass du viele, viele Leben nimmst. Hey! Warum? Wer? Was? Wann? Wie viele? So. Immer schön reinfeuern, da habe ich Spaß dran. Entschuldigung. Ah, da kommt neue Brut. Kann man auch noch mal ein bisschen Bogenspaß dran haben, ein bisschen Bogen hochleveln. Und ehe man sich's versieht, kriegen sie eine von Latz. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Liegt die am Boden, Elaine, was soll das? Geht's meinem Jeremus? Hat ihn jemand gesehen? Ich suche den aktuell in der Hoffnung, dass der nicht hier irgendwo rumliegt. Aber ich sehe nichts, was nach Jeremus aussieht. Also, ja, nur ein paar Waffenknechte sind verwundet. Wie immer keine Toten. Das ist gut. Oh, 21 Ritter direkt erstmal hochgekloppt. Bunduk, mein Freund. Lass uns über deine Fähigkeiten sprechen, bitte. Du bist bei uns für Taktiken zuständig, ja? Da brauchst du, glaube ich, ja, das brauchst du. Kriegst du mal Intelligenz ran. Und noch ein bisschen Schlagkraft. Hier, komm, man lebt nur einmal. Der Armbrust noch ein bisschen was. Und ansonsten hier, komm. Wir wollen ja nicht knauserig sein oder so. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr euch jetzt nicht mehr wagt, mich zu attackieren? Sieht beinahe so aus. Oh, hier, die Nords und die Kergiten, die hauen sich die Schädel ein. Die kloppen sich gegenseitig den Hintern blau und rot und hast du nicht gesehen. So, werte Seeräuber. Und da will auch schon einer kloppen, allerdings irgend so ein Billigheini, der überhaupt nichts taugt. Finde ich voll nützlich sowas, aber was soll's. Und nach dem Kampf müssen wir die Elite einlagen und dann müssen wir uns schon wieder neue Rekruten ranholen. Hallo. Oder auch nicht. Jetzt vielleicht hallo. Avada. Oh Mann. Avada. Och Mann. Ich will ein Zauberer sein, ihr Penner. Wie asozial seid ihr denn drauf? Scheiß Piraten. Ich konnte Vicky nie leiden. Seeräuber, Vicky Garisoxe. So, Vicky stinkt, außerdem popelt der immer und dann kommt ihm komische Ideen. Ich will gar nicht wissen, was dem noch kommt, wenn er das tut weh, voll in der Seite hängen. Das tut doch mega aua. Schade, dass man sich die nicht rausziehen kann und dann zurückwerfen kann, das wäre so lustig. Einfach mal so flatsch rausgezogen und zurückgeschmettert.
Ja, irgendjemand anderes von der Elite hat da auch schon wieder ein Level-Up. Jetzt habe ich gesehen, Chimera war es, glaube ich. Ein Wahnsinn, wie meine Leute leveln, nur nicht die, die es sollen. So ist das. Und schon wieder wäre der Elaine jetzt auch noch. Menschenskinder. Elaine, mein Freund, was können wir dir denn geben? Was brauchst du? Du hast hier natürlich bei Taktik auch einiges stehen, ne? Aber wir bräuchten dich mehr als Stärke und dann kriegst du auch wieder Eisenschwarte drauf. 75 Lebenspunkte hat der Pena. Zweihand können wir den gerade nicht geben. Können wir dem denn... Was braucht man denn für Waffenmeister? Wendigkeit, ach Gott. Geht das? Nee. Dann... Machen wir das doch lieber so ein gutes. Chimera, mein kleiner Engel. Bitteschön, was kriegst denn du von mir? Kriegst Waffenmeister drauf, hat nicht viel gebracht, ne? Na gut. Probieren wir es nochmal mit Stärke. Was hast du noch Schönes? Aber eigentlich kannst du nichts anderes gerade gebrauchen. Erhöht die Grenzen der Waffenfertigkeit. Ich dachte, da gibt es vielleicht noch was anderes drauf, aber gibt es gerade nicht. Du machst hier noch ein bisschen Zeug mit, sehe ich. Das ist ganz gut. Kannst du von mir aus auch weitermachen. Okay. Ich denke, damit bin ich erstmal ganz gut bedient. Traut euch. Danke. Es sind trotzdem immer solche mickrigen Trupps. Meine Güte. Können wir nicht mal was richtig Deftiges irgendwo haben? Imperiumsfäuste, das ist eure Attacke. Holt euch mal Erfahrung ran vom Feinsten. Während die Kavallerie erstmal zurückbleibt. Mal sehen, wie die Fäuste sich schlagen. Ein bisschen Spaß haben darf ich ja trotzdem mit. Immer schön auf den Rücken zielen. Sag mal, versucht da einer nach mir zu kloppen gerade? Ernsthaft? Was denkst du, wer du bist? Nee, wisst ihr was? Kommt. Das regeln wir wie echte Männer. Denkt ihr, ich habe Angst vor euch, ja? Mit einem Kämpfer wie mir hattet ihr es garantiert noch nie zu tun. Glaubt mir. Ich schlitz euch nämlich die Ärsche auf. Zonk. Weil ich welches Level bin ich? Weil ich verdammt nochmal Level 40 bin, ihr Pedder. Nicht mit mir. Na, zwei Verwundete, aber der Rest, der steht noch wacker. Ich hoffe, der Chirimus ist einer von denen. Nee, der liegt hier rum. Ich sehe es jetzt schon. Da kann ich auch die Kavallerie jetzt mal... zur Hilfe holen. Ich denke, siehst du, die haben eine Chance, weil nur so ein paar Leute angeritten kommen. Da machen die paar Leute die schon heftig platt und dann kommt plötzlich von hinten eine ganze Ritterschar. Holt sie euch! Meine Kleinen, holt sie euch! Meine Lieblinge! Zong, Kopf weg! Zack, durchgetreibt. Hol ihn dir, Tiger, hol ihn dir. Gute Arbeit. Hat jemand meinen Pony gesehen? Ah, das steht da hinten und grast friedlich. Gut. Also ich bin zufrieden. Sehr sogar.
Sodele. Cherimus ist der Einzige, der richtig verwundet ist. Auch geil. Ausgerechnet unser Arzt, aber wir haben auch so noch Ärzte am Start. So ist es ja nicht, ne? Ich treib die auseinander, glaubt ihr das? Oh ja, jetzt bin ich voll reingeritten. Da gibt es ein paar mehr jetzt wieder zu holen. Das ist gut. Das machen wir noch, dann reiten wir aber wirklich zurück nach Dirim, abliefern und viele, viele neue Rekruten versammeln. Ich will einfach wirklich vor dem nächsten Krieg richtig viele Truppen noch rekrutieren. Damit wir nicht immer so eine Angst haben müssen, wenn unsere Armee mal doch kleiner wird. Ich will immer wissen, dass wir mehr als genug Leute in der Hinterhand haben. 350 auf Bogen, na das ist doch lecker. Ah! So, Rest macht ihr. Könnt ihr auch mal ein bisschen Spaß noch haben. Strauch! Das klingt nach Schlachtgejubel. Und es ist auch Schlachtgejubel, weil wir haben wieder mal gesiegt. Welche Überraschung. Und befördern Scharfschützen und Ritter. So, wer will auf die Fresse? Die Riemen. Los geht's. Du kriegst jetzt eine Garnison reingedrückt. Bei der du vor Freude Durchfall kriegst. Denn wir haben wieder viele neue Ritter. Aber in Ruhe. Hab zu tun. Merkst du es noch einen Meter? Garnison. Pass mal auf hier. Wir können schon wieder nachrüsten. 36 Ritter. Damit haben wir offiziell die 400 überschritten. Jetzt haben wir 400 Ritter schon. Und wir packen nochmal 15 Scharfschützen von den Rodoks drauf. Ohne dabei rot zu werden, sage ich euch. Ohne dabei rot zu werden. Und wir haben ja auch noch in Braven, glaube ich, eine ganz stattliche Truppe. Können wir ja gleich mal vorbeischauen, wenn wir schon mal unterwegs sind. Man merkt es auch an der Kohle, dass wir langsam ganz schöne Elite haben. Denn langsam kriegen wir gar nicht mehr so viel dazu monatlich, beziehungsweise wöchentlich. Weil wir doch ganz schöne Ausgaben auch für Truppen haben und aufbringen müssen. Und das Rekrutieren läuft richtig gut, wie ihr merkt. Ich krieg richtig Fetttruppen rein. Was haben wir denn hier zum Beispiel noch? Ja, haben wir doch auch noch. So viele Ritter brauchen wir hier drin gar nicht. Passt mal auf. Wir nehmen mit. So. So ist doch nett. Reicht schon. Da haben wir hier 150 Mann Besatzung drin. Was will man mehr? Und den Rest, den liefern wir ab bei Dirim. Dirim ist unsere Rekrutierungsstadt für Notfälle. Die ist einfach mitten auf der Karte. Und allein dadurch halt eben schon perfekt geeignet als Rekrutierungsortschaft. Also immer schön erstmal nach Dirim bringen, dass wir da gut sammeln können. So, ihr habt doch nochmal 59 Ritter und nochmal 18 Sharpshooter. Milizen, Ritter und Scharfschützen. Es ist mir eine Ehre. Wie sieht's denn eigentlich... Oh, scheiße, die wollen mich überfallen. Kann das sein? Voll daneben gehauen. Die denken sich auch, was das denn für ein Lappen. Aber das denken sie nicht lange, weil sie ziemlich schnell am Boden liegen. Ihre Eingeweide umklammern, die aus den Öffnungen, die nicht natürlich sind, hinausfließen. Imperiumsfaust! Na, du wirst doch wohl nicht. Holt! Ja! So. So ist das. Jetzt aber probieren wir es nochmal mit dem Marktplatz. Wir wollen nämlich noch ein bisschen was kaufen. Ein bisschen Futter. Wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir ja auch mal in die Schenke.
Wo ist denn hier der Schankwirt? Hier haben wir ihn. Bitteschön, gleich mal das Verhältnis zur Stadt verbessern und noch das letzte Gebäude in Auftrag geben hier. Warum nicht? Oshkuro, du gibst mir Rekruten, habe ich gehört. Stank dir. Rekruten habe ich aktuell nämlich nötig. Weil ich habe keine mehr. Aber das ändert sich schnell, wie ihr merkt. Wir haben auch schon wieder 6 gekriegt. Also die Rodox, das sind die treuesten Rekrutengeber aktuell. Finde ich sehr schade. Dies warten wären wir in der Position um einiges lieber. Hier haben wir auch schon wieder 5 neue Leute. Hier haben wir wieder 3. So. Aber es sieht cool aus. Hey, ich wollte mich begutachten, du Arsch. Und nochmal 4. Und weiter geht's nach Ilvin. Truppen. Armbrustlümmel, Milizen, Fußsoldaten. Hier haben wir einen Ritter und 2 Scharfschützen auch wieder am Start. Hier auch nochmal Rekruten. Na gut, Freunde, ich würde sagen, bevor wir weiter rekrutieren, knallen wir wieder eiskalt eine Pause rein. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder, dann geht's rund. Macht's gut.